Wenn ich sage, keine Grußworte, sondern schon Inhalt, dann mache ich jetzt den Aufruf, nach vorne zu kommen, nicht alphabetisch, sondern in einer gewissen wichtigen Reihenfolge. Wolfgang Vaupel möchte ich nach vorne bitten von der Medienberatung NRW. Klaus Hamacher vom Städte- und Gemeindebund als Beigeordneter und Ludwig Hecke vom Ministerium für Schule und Weiterbildung, Staatssekretär im selbigen. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Wir schalten Sie jetzt noch mit den Mikrofonen aus. Ich glaube, dafür müsste ich... Kriegen wir was zu essen jetzt schon? Achso, die bringen die Mikrofone. Warum habe ich diese Reihenfolge gewählt? Weil, Herr Vaupel, Sie quasi ja einladender sind als Geschäftsführer der Medienberatung. Was passiert heute? Heute kommen die Partner zusammen, die im kommunalen Umfeld die Schule unterstützen und zeigen, wie das vor Ort aufgebaut werden kann und welche Beispiele es gibt und wie man die Kooperation so gestalten kann vor Ort, dass sie wirklich zum Vorteil der Kinder ist. Mikros gibt es jetzt nochmal. Ich gucke mal eben, ob die eingeschaltet sind. Sind sie. Gut, dafür mache ich Ihnen alle eins. Herr Hamacher, was hat Bildung jetzt eigentlich mit Städte und Gemeinden zu tun? Bildung ist für die Städte und Gemeinden natürlich ein Megathema. Der Erfolg von Bildungsbiografien, der entscheidet sich in den Städten und Gemeinden. Die Städte und Gemeinden sind Schulträger. Wir haben eigentlich seit vielen Jahren das klassische Verständnis überwunden, dass Schulträger zu sein nur bedeutet, die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, sondern eigentlich ist die Erkenntnis überall gewachsen, dass auch eine Mitverantwortung für den Erfolg dessen gegeben ist, was dort stattfindet. Und über ihre Rolle als Schulträger hinaus haben die Kommunen natürlich auch die Möglichkeit, über die Trägerschaft anderer Einrichtungen, in denen Bildung vermittelt wird, die als außerschulische Lernorte in Betracht kommen, zu diesem Erfolg beizutragen. Und genau das passiert ja über diese Bildungspartnerschaften. Herr Henkel, wenn ein Ministerium, was ja einmal Haue kriegt in dem, was es alles sozusagen ausarbeitet, wenn das Thema Kooperation und Bildungspartnerschaft auf den Tisch kommt, wissen Sie, dass Sie auch eigentlich immer loslassen müssen, um was zu erreichen? Ja, selbstverständlich. Die Einschätzung und die Einstellung, dass man als Ministerium oder als Landtag nur Gesetze beschließen müsse, Verordnungen macht und dann ändert sich die Wirklichkeit, die ist bundesweit, Gott sei Dank, in sämtlichen Kultusministerien mittlerweile angekommen, dass dem nicht so ist, sondern dass angefangen von den Städten und Gemeinden als Partner, aber darüber hinaus ganz viele außerschulische Partner gute Schule heute auszeichnen und ohne diese Partner angesichts der vielfältigen Herausforderungen für eine gute Bildung geht es nicht mehr. Und insofern ist für uns klar, gute Schule heute ist ohne außerschulische Kooperations- und Bildungspartner nicht möglich. Prominent in besonderer Weise dann in der besonderen Beziehung mit den Kommunen, aber darüber hinaus auch mit den ganzen Fachpartnern, die an der Stelle denkbar sind. Das ist für Schule häufig eine Herausforderung im Aufbau dieser Kooperation, aber ohne wird es perspektivisch definitiv nicht mehr gehen. Kann ich das übersetzen mit Freiheit muss man auch lernen? Nein, nicht unbedingt Freiheit muss man lernen. Ich glaube, an der Stelle sind Schulen viel weiter, als man das sich so gelegentlich vorstellt, sondern die Herausforderung ist an der Stelle, dass Schule als eine ursprünglich rein hauptamtliche Veranstaltung, wenn man jetzt mal von Eltern absieht, und sehr klar strukturiert Vormittagsschule sich mehr und mehr wandelt, einmal zu einer Ganztagsschule und darüber hinaus natürlich die Öffnung zu außerschulischen Partnern bedeutet, dass die auch häufig ganz andere Arbeitsweisen haben. Von den Öffnungszeiten angefangen bis hin zum großen Anteil von Ehrenamtlichen, die dort mitarbeiten, Stichwort Sportübungsleiter oder. Das heißt also, wir haben hier eine Fülle von eingeübten, guten Verfahrensweisen in Schule traditionell, die sich ändern müssen, wenn man zueinander finden will. Und das ist häufig sehr aufwendig, erstmal im Entwickeln. Am Ende steht aber für alle immer ein Riesengewinn. Nur die Entwicklung als solches, die geht nicht von selber. Wenn Sie sagen am Ende, Herr Vaupel, wo stehen Sie denn derzeit? Wenn Sie sagen, es gibt in Nordrhein-Westfalen 1200 Bildungspartner, würden Sie dem sofort einen schon oder einen noch voranstellen? Erstmal ein Schon, ist gar keine Frage. Sie müssen sich vorstellen, dass ungefähr 300 kommunale Bildungseinrichtungen, Bildungs- und Kultureinrichtungen mit 1200, 1300 Schulen kooperieren.
Wenn man sich das vorstellt, da sind Häuser mit verbunden, da sind Menschen mit verbunden, da ist genau dieser Abgleich mit verbunden, dass man voneinander lernt, dass die außerschulischen Partner lernen, wie Schule funktioniert und die schulischen Partner, die Lehrer lernen, welche Unterstützung die für die Kinder von diesen kommunalen Einrichtungen bekommen können. Und insofern gut, wir haben 6.500 Schulen, wir sind jetzt bei 1.200 Schulen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Schulen selber befragt, die Bildungspartnerschaften eingegangen sind. Und in dieser Auswertung haben 235 Schulen zurückgemeldet und davon sagen 96% der Schulen, dass die Bildungspartnerschaft das Lernen der Kinder verbessert. 96%. Das war ein bisschen unsere Sorge immer gewesen, eine Frage der Qualität. Es sieht ja manchmal schön aus, so eine Bildungspartnerschaft einzugehen für die Presse, für den Bürgermeister, vielleicht auch für die Eltern, für die Anmeldung. Und unsere Sorge ist immer, es muss auch wirklich bei den Kindern ankommen. Und das tut es ganz offensichtlich. Als zentrale Stelle der Medienberatung sitzen Sie in Köln. Herr Macher, wie viel entscheidet sich in der Dezentralisierung, also sprich, dass Bildung gerade vor Ort gemacht wird, in Kommunen und Gemeinden? Wo hakt es da, diese Verknüpfung noch zu schaffen? Also ich fange mal ich bei der... Ich interessant, dass wir schon 10 Minuten hier stehen, das Wort Geld ist noch nicht gefallen. Nein, das lag mir jetzt auch gar nicht auf der Lippe. Also ich möchte zunächst mal die Einschätzung von Herrn Faubel bestätigen. Da ist sicherlich noch viel Raum, wenn ich mir angucke, in wie vielen Kommunen noch keine Bildungspartnerschaften existieren, denke ich, da ist noch viel Luft nach oben. Haben Sie einen Überblick, ob man das regional auf der Karte zuordnen kann? Wo schwächelt, in welchen Bereichen des Landes und wo nicht? Also da müssten Sie Herrn Faubel nochmal fragen, da hat er den besseren Überblick. Aber mir persönlich ist das jedenfalls noch zu wenig. Also die Zahl derjenigen, die da nicht beteiligt sind, die ist mir zu groß. Und wenn ich jetzt hier mal so in den Saal gucke, da sind noch viele freie Plätze, von denen ich mir wünschen würde, dass sie mit Leuten aus Räten oder aus den kommunalen Verwaltungen besetzt werden. Ich hatte mir im Vorfeld mal die Teilnehmerliste angeguckt. Die sind aus meiner Sicht hier unterrepräsentiert. Das kann kein Vorwurf sein an diejenigen, die da sind. Aber ich denke, da müssen wir dann in Zukunft mal dran arbeiten, dass sich auch diejenigen, die noch nichts haben, so eine Gelegenheit nutzen, sich mal zu informieren, was alles möglich ist. Also da ist Luft nach oben. Auf der anderen Seite, wenn ich gucke, wo wir herkommen, ich erinnere mich noch an die erste Veranstaltung 2005, als wir gerade gestartet waren mit den Bibliotheken. Ich glaube, da hatten wir so eine Größenordnung von 35 Bildungspartnerschaften oder sowas zu dem Zeitpunkt. Dann ist natürlich auch schon viel geschaffen worden. Und da muss man sagen, da sind wir auf einem guten Weg. Wir dürfen da jetzt nur nicht nachlassen. Ich habe die Vermutung, kann es aber nicht belegen, dass an vielen Orten in Kommunen auch Dinge stattfinden, ja, die thematisch durchaus passen würden, ja, unter die Überschriften, die wir hier gesetzt haben, aber die sich noch nicht in diese Strukturen haben einbinden lassen. Aber ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen. Aber es wäre schön, wenn die auch die Angebote der Beratung, der Unterstützung stärker nutzen würden und sich dann auch unter dieses Label begeben würden. Also wie gesagt, da ist sicherlich noch Luft und ich hoffe, dass die auch in den nächsten Jahren gefüllt wird, diese Luft. Das Thema individuelle Förderung, das seit Jahren auch, wie es so schön heißt, großgeschrieben wird. Kann sich das leichter erfüllen und ausfüllen lassen durch außerschulische Bildungspartner, die vor Ort tatsächlich den Schüler, die Schülerin abholen, wo man vorher noch gar nicht dran gedacht hat, dass da Interessen geweckt werden, die man innerschulisch fast nicht vermutet hat? Also kann, ja, es ist keinesfalls eine Garantie, wenn man mit außerschulischen Partnern kooperiert, mit Bildungspartnern, dass das so ist. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass Schule natürlich bestimmte Formate hat, bestimmte Formen hat, wie es arbeitet, bestimmte Rollen auch von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden. Und insofern alles, was dieses Spektrum erweitert, was ermöglicht, eine andere Sichtweise einzunehmen, was ermöglicht, einen anderen Lernort zu haben, was ermöglicht, ein anderes Format zu machen, ist eindeutig an der Stelle die Chance für Schülerinnen und Schüler, auch in ihren unterschiedlichen Sinnen, in ihrer unterschiedlichen Art und Weise, wie sie sind, angesprochen zu werden. Natürlich haben Lehrkräfte ein bestimmtes Bild von dem Schüler, müssen sie ja auch haben von der Schülerin. Und wenn da jemand außen nochmal dazukommt, da gibt es häufig genug Rückmeldungen, dass Lehrer sagen, so habe ich mir den nicht vorgestellt, so habe ich diese Person noch nicht erlebt, wie an diesem außerschulischen Lernort. Oder aber auch umgekehrt andere gesagt haben, liebe Lehrkraft, hast du schon mal gesehen, wie der bei mir da in dem Lernort agiert hat? Das ist doch ein toffer Typ. Und die Lehrkraft dann sagt, wie?
und dann plötzlich Fähigkeiten auch entdeckt werden, die dann gefördert werden können, oder die Lehrkraft gezielt außerschulische Partner aufmerksam macht auf bestimmte Chancen, die in der Schule nicht in dem möglichen und notwendigen Maß gefördert werden können. Insofern ist das an der Stelle in der Tat eine große Möglichkeit, die individuelle Förderung zu verbessern. Individuelle Förderung kann auch in Schule stattfinden, muss auch in Schule stattfinden, aber es ist schlichtweg und einfach eine Spektrumserweiterung. Ich habe mich gerade an ein schönes Wort erinnert, das Sie in mein Hirn zurückgebracht haben. Toffer-Typ, das Wort Toff. Das habe ich, ich glaube, das stammt aus der Zeit, als man auch noch Knorke sagte. Was sind Sie für ein Gebürtiger? War das Niedersachsen? Ja, ich bin Hannoveraner. Von daher dürfte ich diese ganzen Begriffe eigentlich alle gar nicht kennen, weil bekanntermaßen die Hannoveraner die einzigen sind, die ein reines Hochdeutsch, soweit man das heute überhaupt noch sprechen kann, sprechen. Ja, das kann ich von mir nicht behaupten. Das nennt man, ich glaube, fachlich würde man das Westfälismen nennen. Herr Vaupel, wir haben gerade schon kurz angesprochen, die Schelte auf die Regionen, die noch sich selbst vernachlässigt haben, wenn ich das mal so sagen darf. Welche sind das? Ruhig offen sprechen. Ja, also woran liegt es? Stadt-Land-Gefälle, Ost-West-Gefälle, Nord-Süd-Gefälle? Also ich muss gestehen, dass ich das in der Vorbereitung mir nicht angeschaut habe. Ich wollte eine Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir so rum überhaupt denken würden. Also das eine ist, dass wir die Bildungspartnerschaften ja nicht erfunden haben, sondern wir nutzen etwas und machen etwas zum Standard, weil wir wissen, aus der Praxis wissen, dass es den Kindern was nutzt. Und es gibt Schulen und es gibt Kommunen, die machen gute Sachen und sind noch nicht Bildungspartner. Wir machen mit den Bildungspartnern einfach so eine Geschichte, dass wir politischen Rückenwind und fachliche Unterstützung bieten, damit es überall möglich ist. Und ich habe mir in der Tat, ich würde es sagen vielleicht, ich weiß, ob ich sagen würde, weiß ich nicht, aber ich habe mir echt nicht angeschaut, ob es bestimmte Bereiche in Nordrhein-Westfalen gibt, wo überhaupt keine Bildungspartnerschaften sind. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Nein, ich frage auch deswegen, weil ich als Sauerländer weiß, es gibt störrische und weniger störrische Regionen und eine gewisse Behäbigkeit, und da kann man ja auch ganz offen darüber sprechen, wenn es die gäbe und ein klassisches Stadt-Land-Gefälle gäbe. Sie drei als Entscheidungsträger, haben Sie sich untereinander so weit gefunden, dass Sie sagen, es läuft alles glücklich, oder wüssten Sie jetzt zu sagen, was noch fehlt für eine konsequente Fortsetzung genau dieser Entwicklung? Also ich glaube, dass wir uns da in dieser Frage auf einem gemeinsamen Weg befinden, dieser Weg aber noch keinesfalls am Ende ist. Nur zu Ihrer Frage davor zurück. Ich glaube, der Erfolg der Bildungspartnerschaften liegt auch in einer Freiwilligkeit. Also wenn an der Stelle, wir waren ja vorhin bei dem Thema, ne, von oben runter regieren und sagen, jetzt müsst ihr mal, weil das ist das Allheilmittel. Ich glaube, an dieser Stelle müssen Schulen für sich selber wahrnehmen, dass das eine positive Unterstützung für sie ist. Und solange sie dies für sich nicht so freiwillig entscheiden können, dann kann man es ihnen auch nicht aufoktroyieren. Und häufig hängt es von konkreten Personen vor Ort ab, welche Erfahrungen die gemacht haben. Häufig hängt es auch an den außerschulischen Bildungspartnern, welche Ressourcen und welche Personen da sind. Ich sage mal, nicht jede Musikschule ist zu einer Kooperation in intensiver Form in der Lage und bereit, auch von ihrer Struktur. Museen das Gleiche. Das heißt, es hängt immer sehr stark auch an konkreten Personen. Und insoweit, glaube ich, muss man den Schulen da ein Stückchen weit Freiheit lassen. Und was Herr Hamacher sagte, nochmal ausdrücklich unterstützt, es gibt viele Kooperationsformen vor Ort, die wir grob in dieses Raster durchaus einsortieren würden, die aber sagen, nee, formalisiert möchte ich das jetzt nicht unbedingt. Und das muss man, glaube ich, auch zulassen. Also werben, gutes Weitersagen, mitteilen, warum das positiv ist, und dann wächst das ein Stückchen weit nach meinen Erfahrungen auch von selbst. Was fehlt Ihnen, Herr Hamacher, in der Verantwortung? Ich sage jetzt mal, weil es immer so erwartet wird von den kommunalen Spitzenverbänden, dass die als erstes nach Geld rufen. Ich glaube, das steht nicht oben auf der Prioritätenliste. Nee, das ist doch mal das Schöne, dass Kooperation auch eine Frage von Miteinander reden so, ist und nicht Schatulle aufmachen. Ich denke, dass da auch mit überschaubaren Ressourcen viel möglich ist, wo einfach der Wille nur vorhanden sein muss. Wir haben andere Bereiche, wo wir uns dann schon mal streiten, aber soll vorkommen. Das ist hier nicht das Top-Thema, sondern ich denke, da gilt es, von guten Beispielen zu lernen. Ich persönlich glaube, dass das Thema für diesen Kongress ist außerordentlich gut gewählt. Ich habe es nochmal verglichen mit den Vorjahren, die waren auch gut, aber dieses Jahr gefällt mir das besonders gut. Ja. Vielfalt nutzen, ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt. Diese Maßnahmen, die bieten uns
unglaubliche Chancen, Vielfalt zu nutzen. Herr Hecker hat es eben schon angesprochen, das ist die Vielfalt in den Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Begabungen, Interessen, die da genutzt werden können. Das ist die Vielfalt der Lernorte, die eine Bereicherung sein kann. Das sind auch, und da hoffe ich jetzt keinem der anwesenden Lehrer nahezutreten, das sind auch unterschiedliche Herangehensweisen der Wissensvermittlung, die Personen, die nicht diese didaktisch-pädagogische Ausbildung haben, mitbringen. Die muss nicht unbedingt besser sein, aber wichtig ist mir, dass allein die Abwechslung für die Schüler interessant ist und ein anregendes Umfeld schafft, wo sie sehen, okay, da kommt mal eine andere Form der Wissensvermittlung daher. Das ist mal interessant, einfach um Aufmerksamkeit zu wecken. Das ist umgekehrt die Chance, die Vielfalt der Angebote auch bekannt zu machen und nutzbar zu machen. Also ein außerordentlich gut gewähltes Thema, wo ich nur sagen kann, das hat sehr viele Facetten und die spiegeln sich in den Angeboten, die ja auch heute Nachmittag und im weiteren Verlauf noch vorgestellt werden, glaube ich, sehr gut wider, dass das wirklich der Kern dieser ganzen Geschichte ist. Das war meine zweite Mal die Frage mit woran hakt's und beides Mal alles super. Herr Vautel, bei Ihnen abschließend. Ja, normalerweise nutzt man ja Kongresse immer dazu, Forderungen an die Politik oder an die Kommunen oder an sonst wen zu stellen. Und wir haben von Anfang an das als gemeinsame Bildungsverantwortung interpretiert. Die Medienberatung und die Bildungspartnerschaft ist übrigens eine Dienstleistung, die vom Schulministerium beauftragt ist. Wir arbeiten ganz eng mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammen. Deshalb habe ich jetzt überhaupt keinen Grund, so eine Forderung aufzustellen. Und interessant ist auch, dass in dieser Befragung, von der ich eben berichtet habe, die Schulen sagen, es ist für uns eine Win-Win-Situation, mit den Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Die Bibliotheken bekommen Kinder, deren Lesen sie fördern können und die Bibliotheken helfen den Lehrern, ihren Kindern Lesekompetenz beizubringen. Und 80% dieser Befragten sagen, wir nutzen die Bildungspartnerschaft zur individuellen Förderung. Das ist auch ein wichtiges Ergebnis. Es wird erkannt. Und mein Wunsch ist eigentlich der, dass alle erkennen, Herr Amacher hat es ja gesagt, also auch auf der kommunalen Seite gibt es durchaus noch Kommunalvertreter, die bei dem Angebot dieses Kongresses nicht zugegriffen haben. Und es gibt vielleicht im Kontext von Schule, Ministerium, von Politik auch Menschen, die noch nicht ganz dieses Potenzial erkannt haben, was es bedeutet, dass man eine staatliche Schule in einem kommunalen Umfeld planvoll und gezielt kommunal unterstützt. Und das ist für alle Beteiligten ein großer Vorteil. Und ich glaube, der Vorteil ist, dass die Anwesenden, die hier sind, halt eben nicht nur mehr aus den Anfängen sich rekrutieren, Lehrer und Bibliotheken, sondern dass dazugekommen sind, eben das, was schon angesprochen wurde, Museen, Sportvereine, Volkshochschulen, Sie zählen da durch? Ja. Archive hatten Sie schon. Archive habe ich noch nicht gehabt. Was habe ich denn noch nicht gehabt? Sportvereine hatte ich. Musikschulen auch noch. Musikschulen, ja. Noch jemand da, den wir vergessen haben? Medienzentren haben wir vergessen. Die eigene Einrichtung haben wir jetzt nicht genannt. Aber ich muss gestehen, dass ich auch in den Fingern abzähle, weil mittlerweile ist das so breit geworden und es ist auch die Einrichtungen kommen auf uns zu und sagen, wir möchten Bildungspartner werden, wir finden, das ist ein gutes Muster und da möchten wir mitmachen. Und genau dazu haben wir gleich noch eine Gesprächsrunde aus der Praxis mit dem, was schon läuft, was auch läuft, woran man so einfach nicht von Anfang an denken würde und welche Projekte dann noch in Hinterköpfen schwirren, denn es ist ja so, wenn man sowas mal losgetreten hat, dann ist die Ideenvielfalt für das Nutzen sozusagen eine expandierende Sache, wo man mal dachte, ach, hätten wir mal vor 10 Jahren schon aufkommen können. Ihnen lieben Dank für die Einführungsrunde statt der Grußworte und das ist Ihr Applaus an der Stelle. Lieben Dank.